ist ja so, dass wir uns an der Professur Medieninformatik hier an der TU Chemnitz schon seit, ja, ich glaube, rund 10 Jahren mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Das heißt, dass wir analoges Material digitalisieren. In meiner Arbeit dreht sich eigentlich alles um VHS-Kassetten in erster Linie. Das ist diese Kassette hier. Das ist ein sehr altes Bandformat, was eigentlich heutzutage kaum noch jemand hat, aber was in den 80er und 90er Jahren sehr häufig anzutreffen war. Durch die Digitalisierung wird sehr viel an Kulturgut meiner Ansicht nach gerettet. Stefanies Teil hierbei bezieht sich vor allen Dingen darauf, herauszufinden, in welcher Qualität liegt denn das Material überhaupt vor, also technischer Qualität. Und da hat sie eine sehr intensive Recherche gemacht. Dieses Bandmaterial verfällt eben mehr und mehr. Je nach Alter treffen halt immer mehr Fehlerquellen ein. Und das sieht dann unter anderem so aus, dass man jetzt hier beispielsweise farbstichige Bilder bekommt, dass sich Farben drüberlegen, dass teilweise nur Farben verschoben sind oder dass eben auch beispielsweise die Farbe einfach komplett fehlt. Die Frage war ja erstmal, wie kann man das irgendwie automatisiert, also maschinell unterstützen, diese Fehlersuche. Weil es ist natürlich extrem aufwendig, wenn man sich so ein Video von vorne bis hinten anschauen muss und da jetzt Frame für Frame dokumentieren soll, ob da ein Fehler drin ist und was da für ein Fehler drin ist. Die ganze Dissertation war tatsächlich eine Herausforderung, um das so zu sagen. Weil es waren einfach so viele verschiedene Probleme. Also normalerweise schaut man ja erstmal in Related Work rein, also in die Arbeiten anderer, um da gegebenenfalls irgendwas zu optimieren. Aber es gab eben einfach nichts zu dem Thema. Und es ging dann halt tatsächlich mit der theoretischen Fundierung los, mit den Katalogen. Da gibt es zum einen den Störquellenkatalog, der sich quasi mit allem beschäftigt, was technische und elektronische Hintergründe hat. Und auf der anderen Seite gibt es den Störerscheinungskatalog, der sich dann eben mit den ganzen visuellen Eigenschaften, wie eben die fehlende Farbe oder den Farbstichen beschäftigt. Dann habe ich mir ein Bilderkennungsverfahren gesucht, was eben in der Lage ist, diese Fehler automatisiert zu erkennen, und zwar FrameNow. Das heißt also, dass es für jedes Bild tatsächlich eine Vorhersage treffen kann, wo sich dieser Fehler befindet und was es denn für ein Fehler auch ist. Weil das eben tatsächlich nur Zahlenwerte sind, die da am Ende herauskommen, habe ich mir überlegt, wie ich das visualisieren kann. Und dafür habe ich mich für eine Color Map entschieden, die ist sogar doppelt kodiert für Personen mit Farbblindheit. Man sieht hier verschiedene Videosequenzen, die ich hier beispielhaft aufgeführt habe. Gelb bedeutet, vereinfacht gesagt, dort befindet sich ein Fehler. Grün bedeutet, es ist ein möglicher Fehler. Als kleines Add-on habe ich dann noch eine Art Prototyp-Software entwickelt, mit der man dann diese Störerscheinungen tatsächlich auch visualisiert darstellen kann. Man sieht dann jetzt hier oben wie in einem Schnittprogramm das Vorschaubild des Videos, was gerade läuft. Und hier unten hat man dann die verschiedenen Fehler aufgelistet. Jetzt kommt hier gleich als nächstes ein Testbild. Das sieht man jetzt hier dran, dass es hier gelb ist. Und weiter hinten kommen dann neue Fehler. Es geht zum Beispiel die Farbe weg, es ist ein Sättigungsverlust, der da passiert. Und so kann man eben diese Fehler ganz leicht erkennen. Stefanie ist eine sehr, sehr akribisch arbeitende Mitarbeiterin. Also sie neigt etwas zu Perfektionismus, das ist eine sehr große Stärke, aber gleichzeitig natürlich auch eine Schwäche. Sie ist extrem zuverlässig, sehr, sehr fleißig, brillant im Kopf und ausgesprochen akribisch. Technikbegeistert war ich ehrlich gesagt in den früheren Jahren nie. Ich wollte eigentlich auch nie irgendwas mit Technik machen, aber das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Mir gefällt an der Medientechnik eigentlich, dass es die Kreativität mit der Technik vereint. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Feld, was man da erörtern kann. Und es ist ein sehr vielfältiges Thema. Ja, also Hobbys habe ich tatsächlich viele, weil ich zeichne halt gerne, ich reise gerne, ich erlebe gerne andere Kulturen. Im Moment lerne ich auch Chinesisch. Aber es geht tatsächlich im Moment die gesamte Zeit in meinen Turniertanz. Wir tanzen jetzt im Standardbereich in der höchsten Klasse, die es gibt. Das ist die S-Klasse, die sogenannte Sonderklasse. Und ja, da ist es jetzt natürlich sehr schwer, noch nach vorne anzugreifen.
Frau Dr. Müller. Ich kann mich an diesen Begriff Doktor gar nicht so richtig gewöhnen, aber Stefanie lässt sich auf dem Turnier sehr gut führen. Aber auf dem Tanzsaal, wenn wir trainieren, dann kommt ihre Führungsqualitäten kommen ganz gut durch. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie mein Leben gerade ist. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Wenn, dann wünsche ich mir, vielleicht mal eine Weltreise zu machen.